Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem letzten Update 0.9. Morgen erscheint der neue Patch für euch schon heute. Und ja, für mich ist es 23.10 Uhr, also noch 24. Mai. Und ja, genau, wir machen einfach noch den letzten Part, weil wir die Season oder Liga, wie ich das nennen soll, dann spielen. Können wir diesen Charakter jetzt momentan nicht gerade, also Charakter sowieso nicht weitermachen, also wir spielen noch nebenbei, ein bisschen Nonsinn und machen dann einfach den Forged Weapon Build, deshalb vom letzten Patch noch, im Oktober oder so, aber der wird gut laufen, weil Forged Weapon ein bisschen gebufft wird. Dass wir schnell möglichst gutes Equip haben, ich will ja unbedingt diesen Gürtel haben, der einfach auch Rage gibt, dem, ja, der Spreakenform. Und genau, kann ich nachher gleich mal kurz zeigen, wenn wir da fertig sind. So sieht es gerade noch nicht. Ah doch, ich habe einen gehabt schon. Und jetzt auch bekommen. Spreaken, Sun Spreaken. Jo, also ihr seht, er wurde stärker, wurde ein bisschen schneller. Und ja, wir wollen auch Achatschulra herausfordern. Einfach auf T1 natürlich. Aber ich weiß nicht, welches Unique ich Exalted machen will. Ja. Also Legendary. Exalted ist ja das andere. Das Lila. Stimmt. Und genau. Ich freue mich schon riesig, auch wenn nicht so viele Sachen dazu kommen, wie ich erwartet habe. Aber dass die Monolithen besser werden, freut mich extremst. Also ich weiß nicht, wie viel sie besser werden, aber man findet einfach bessere Items und so Sachen. Und das werden wir alles sehen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was alles kommt. Die Patch Notes sagen auch noch nicht so viel aus und sind, glaube ich, auch noch nicht komplett. Jo, werden wir uns noch ein bisschen überraschen müssen. Ist diese Kiste hier? Nein, die ist immer schon so grell, wenn man sie noch nicht aufgemacht hat. So, da hätten wir 12 Corruption. Genau. Ja, machen wir das zuerst. Und dann machen wir die Quests und dann machen wir Chulra, wenn es noch klappt mit der Partdauer. Ich will unbedingt mal Chulras Obsession, glaube ich, heißen die Handschuhe. Ja. Oh, hier haben wir so ein Exalted. Richtig, eigentlich so nicht. Okay, es ist dort auf Minions. Ja, nehme ich mal mit. Also scheinbar bekommen wir 2 extra Charakter-Slots über, weil meine sind voll im Multiplayer. Und wir bekommen, ich werde einfach alles zurückgesetzt bekommen. Wir tun mir, glaube ich, nichts. Eventuell bekommen wir aber etwas über, wenn die Season oder die Liga zu Ende ist, weil wir die Liga gespielt haben. Eventuell etwas Bestimmtes erreicht haben. Und es gibt ja diese Händler-Gilde und die Schatzsucher-Gilde. Da weiß ich die Namen leider auch nicht mehr so sehr. Lese es halt dann, wenn es erscheint und dann nicht mehr später. Da weiß ich die Namen jetzt auch nicht mehr so auswendig. Und irgendwie Gewildenmaster oder so. Und genau, dann nehmen wir natürlich die Items finden lässt besser, weil wir einfach noch nicht oder nicht so sehr handeln werden. Aber das machen die meisten wahrscheinlich und ja, man kann ja einen neuen Charakter stellen und dann die andere geht wählen, wenn man handeln möchte. Genau, ja, sehr schön. So, was gibt es sonst noch? Es ist toll, dass es jetzt auch Seasons gibt bei Last Epoch. Das ist wirklich auch mal nötig gewesen. Die sind ja halt noch nicht so groß gestartet und so. Pass of Exile war ja, also das Ventricle Studio war schon viel größer, weil sie einfach ex-Diablo 2 Entwickler waren. Und so in anderen Games gab es auch keine Ligen, außer in Diablo 3 natürlich noch, Diablo 2. Jo.
Aber jetzt hat Last Epoch auch soliden System. Und ich hoffe, es wird ein bisschen besser sein. Also, dass die zweite Liga umfangreicher wird als jetzt die erste Liga, die kommt morgen oder heute für euch. Und ja, da müssen wir einfach noch warten, bis uns ja, das Entwicklerteam einfach patchen lässt, oder? Und dann sie dann in die Läden starten können. So, ging ziemlich schnell. So, also, was müssen wir noch? Hier habe ich noch einen Punkt reingesetzt. Spell Damage, einfach plus 1. Und dann machen wir aber noch ein bisschen defensiver. Ja. Genau, wegen Chulura, die macht auch viel Schaden. Da muss ich noch schauen, ob ich der K-Binge-Ding ist. Okay, komm, wir machen sie zuerst. Aber zuerst muss ich noch ans Lager schauen, was ich überhaupt upgraden kann, was Legendary Potential hat. Ich glaube, die Schuhe, die für den Bild wichtig sind. Jetzt muss ich nur wissen, wo die Schuhe sind. Hier zum Beispiel. Ja, wie heißen die? Etwas Puff, genau. Haben wir irgendwo noch besser? Nein, das sind die Schuhe. Aber die haben kein Legendary Potential. Ich denke ja, Ausweichen ist jetzt nicht mehr so wichtig. So, aber hat auch noch viel gesammelt an Idolen. Und so. Aber ich sehe jetzt gerade nicht mehr irgendwas mit Legendary Potential. Zum Beispiel der würde ich dann mal verwenden, aber eher auf dem Ding. Ich tue jetzt mal den einfach upgraden. So. Die Sachen, ja. Ich werfe die mal zum Beispiel hier rein. Zum Beispiel die große Axt auch. So. Genau. Sunshot, Fortschritt. Wo haben wir die anderen Unix? Ah, wo haben wir die Unix? Ja, hier. Die zwei da. So. Da haben wir ein bisschen Platz. Jetzt müssen wir in diese Zone da rein, glaube ich. Da unten, genau. Sehr gut. Also. Die Sache ist eben so, diese Dungeon hat verschiedene Zeitzonen und wir müssen immer wieder wechseln. Also ich glaube zwei. Und wir müssen zwischen zwei wechseln. Genau, und da müssen wir so ein K haben. Temporal Sanctum. So. Rechtsklick. T1 geht leider noch die Größe nicht. Ich würde T2 oder T3 vielleicht auch noch schaffen. Der Schaden wird bei T3 nicht so gut sein, eventuell. Also kann ich jetzt wechseln? Ja. Gut, jetzt müssen wir hier rein. Und ja, jetzt müssen wir einfach uns durchfinden durch das Labyrinth. Und dann haben wir immer so Zeittore, wo wir einfach die Zeit wechseln müssen. Und sonst, ja, der Bosskampf ist einfach noch ein bisschen schwer. Sonst wahrscheinlich gar nicht mal so schwer. Also der Bild ist halt auch sehr, sehr stark. Also meistens ist es da nicht mehr so schwer, wenn ihr einfach einen guten Bild habt und so. Ja. Ich habe halt nicht so hohe Resistenzen noch. Okay, jetzt muss ich wieder zu. So, irgendwann kommen dann auch so Einblendungen, ja, zum Beispiel hier oben, diese Punkte auf der Map. Und mehr weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt bin ich so langsam. Genau, sind einfach etwas Geschriebenes, dass man irgendwie durch muss wahrscheinlich. Hier durch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Mal ist es ein bisschen länger. Gegner machen wir nur Schaden. Vielleicht haben wir aber nicht den Weg direkt gefunden. Oder? Irgendwo auf einer Seite gibt es dann ja, ein oder zwei Eingänge. Und die kommt dann weiter, müsst ein bisschen Modifikatoren setzen, wo die Gegner stärker werden. Und ja. Mehr kann ich jetzt eigentlich gerade sagen. Also dass die Gegner recht nervig sind mit diesen Türen. Mit diesen Wirbelstürmen. Dünen sind ja die Sandberge und diese Wirbelstürme sind. Also die Wirbelstürme, Sandstürme.
so Sandhosen, glaube ich, heißen sie. Also das ist scheinbar so ein Eingang, aber der ist auf der anderen Seite. Das ist jetzt Rhynid-Ära, genau. Und das andere, ich habe es jetzt einfach mal angenommen, man kann wählen zwischen dem anderen und dem, oder? Aber da machen die Gegner stärker, habe ich gesehen, irgendwie. Zwei Modifikatoren, glaube ich, Leben und Stärke oder so. Weiß es nicht mehr genau. Also ich habe es nur kurz gesehen. Jo. Die Sachen werden wir natürlich auch in der Liga dann relativ schnell und so machen. Ich muss jetzt einfach wieder weiter. Ich muss nochmals einmal durch. Hier geht es nicht durch. Hier. Okay, es zögert sich ein bisschen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so umfangreich ist. Ich habe damals, also zweimal so gemacht und ja, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe zum Zocken, ständig dran bin oder so, habe ich einfach nicht mehr diesen Dungeon machen können. Ich habe eher Monolithen gefarmt und keine Exile, keine Legendary Items machen wollen, weil es einfach nicht, ja, möglich ist. Man eher Rares verwenden sollte. Ja, da ist noch ein Unique gedroppt. Okay, auch mit Legendary Potenzial, sehr gut. Und ich müsste eigentlich Titans Hearth nutzen, aber leider brauche ich noch ein bisschen mehr Creeps. Also ja, ich sollte sie jetzt schon nutzen. Machen gerade wenige Schaden, gut. Und ich sollte Titans Hearth nutzen. Weil da haben wir Schaden zu reduzieren. Hey, wieso komme ich jetzt hier nicht durch? Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Kommen wir nirgendwo durch? Also ich finde eigentlich diese Ruine einfach richtig cool. Das ist so ziemlich mein Highlight aus dem Spiel. Weil es einfach so ein bisschen düster ist, so ein bisschen. Ja, ich mag es halt einfach düster. Ich mag natürlich die Natur auch gerne, aber die Natur sieht in diesem Spiel ein bisschen zu überbeleuchtet aus und so ein bisschen, ja, zu friedlich, zu. Naja, ich hätte lieber ein bisschen düster gerne. Nicht viele Gegner hier auch. Haben wir hier wenigstens ein Tor irgendwo? Ach bitte. Ist ein bisschen gezogen. Ich mag es manchmal nicht, wenn so Dungeons oder so ein bisschen gezogen sind. Ja, es ist eben ein Content, den man eigentlich schon genügend macht, oder? Das ganze Zeit Gegner herumgrinden und immer wieder auftauen. Also was ein bisschen am Spiel manchmal nervt, wenn man ein bisschen oft spielt und so. Die Gegner kommen einfach zu viel dann plötzlich einfach raus. Also es nervt eher, dass die Gegner überall in jeder Seite irgendwie rauskommen irgendwo und einfach erscheinen. Sollten einfach dort sind oder dorthin laufen. Sie erscheinen einfach, sie kommen irgendwie aus einem Loch gekrochen. Oder ja, aus dem Boden raus. Ja, ist ja eigentlich auch ein Loch. Und so weiter. Also vom Himmel herab, ja, diese Flugviecher. Ich weiß nicht, ob das Fledermäuse sind oder einfach irgendwelche. Ja, ähnliche. Also sehr Fantasy-Fledermäuse. Genau. Das ist ein bisschen doof. Also es macht einfach das Spiel ein bisschen anspruchsvoller für, ja, einfach zum Denken. Wie kann ich jetzt hier? Ah, ich muss hier. Exalted Evelry, das ist ziemlich gut. Aber der Schaden geht halt wieder hoch. Ist auch nicht so schlimm. Weil wir sind ja nur in T1. Okay. Haben wir hier eine Kiste? Ne, wir müssen den Boss so machen. Okay. Also, wie geht der Bosskampf? Sie tut verschiedene Sachen machen und wir müssen wechseln. Jetzt haben wir hier einen Angriff, der nicht. Ah, sie hat noch den gehabt, oder? Genau, zum Beispiel hier müssen wir wechseln. Das können wir nicht gut ausweichen. Ja, aber sind trotzdem noch drin.
Ja, Tolly. Ich sterbe, weil ich nicht wechseln konnte. Ja, das ist ein bisschen böse. Also, deshalb mache ich Tendril im Sanctum noch nicht so früh. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ich müsste sofort immer wieder wechseln und. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wisst ihr was? Ich muss noch besser werden. Ich brauche unbedingt den Gürtel. Nein, nicht das, sondern das hier weiter. Und dort die Quests annehmen oben links. Genau. Jo. Ich brauche den Gürtel und der gibt es in der nächsten Timeline eigentlich bei den Gürtel-Echos. Unique oder Set-Gürtel-Echos gibt es denn dann? Es ist ja natürlich ein Unique-Gürtel. Und wenn wir gerade hier keine Gegner hätten, kann ich den kurz zeigen. Ich habe ja den Vollbeet-Modus. Da, dieser Gürtel. Legacy of the Quiet Forest. Und da steht Fall of the Empire und das ist das nächste. Ja, ganz unten. So. Jo. Wir müssen den rechten, glaube ich, nehmen, nicht den linken. Den Fehler habe ich nie mehr gemacht. Nur beim ersten Mal habe ich es irgendwie nicht verstanden. Und ja, jetzt. Ja. Das für das Temporal Sanctum braucht man halt immer einen Schlüssel. Aber ich habe, glaube ich, noch einen Schlüssel. Und, ja, für. Ja, machen wir einfach, wenn wir den Gürtel haben, machen wir es noch. Und das heißt für mich, ich muss leider heute noch grinden und der Patch erscheint hoffentlich irgendwann mal am Morgen oder so. Ich habe halt am Morgen eher Zeit als am Abend. Und Abend möchte ich eigentlich livestreamen. Ich habe ja schon geschrieben im Kanal, ich würde heute livestreamen, aber ich bin einfach zu müde gewesen. Ich bin erst jetzt wacher geworden irgendwie. Ich war einfach müde vom Kochen und so. Muss halt am Mittwoch immer kochen, also bevor wir die Wege kochen. Das ist halt doof. Also ich bin halt nicht einer, der so viel arbeitet wegen Krankheits, weil es mir einfach auf die Nerven geht. Auf die Nervenkrankheit geht. Ja. So, eben deshalb tut mir auch Zocken so gut und irgendwas Entspannteres. Einfach so mega gut. Also stressvoll, ja, kochen, immer dabei zu sein, dass nichts anbrennt und so. Heute, ja, vielleicht kennt ihr es, Rösti, es ist so Kartoffelflocken, also so, ja, geraspelte Kartoffeln und mit Schinken drin und also Speck. Und ja, also wir haben Schinken und Speck reingetan noch. Ja, und Käse auch, also Raclette-Käse, auch noch reingetan. Das nennt sich Rösti Walliser Art. Wallis ist ja ein Kanton in der Schweiz. Ja. Also das ist Level 80. Ist doch der linke richtig? 55, 60. Ja, ist das wirklich der? Also wir gehen mal rüber. Wenn der andere niedriger ist, dann müssen wir den nehmen. Hey, dann habe ich es doch immer richtig gemacht, obwohl ich es falsch jetzt gesagt habe. Ja, eben. Nein, ich habe ja gesagt, dass ich es immer richtig gemacht habe. Und jetzt habe ich einfach gedacht, ich hätte es so gemacht, also verkehrt rum. Aber es ist wahrscheinlich richtig rum. Jetzt hoffen wir einfach, dass wir da noch hinkommen. Sonst müssen wir einfach zuerst die falsche Timeline machen. Und nochmals wiederholen. Ja, der wird schon hier sein. Ja, das ist auch ein Gegner. Schon heftigst. Ja, ich muss wirklich in der Liga muss ich wirklich einen tanky Charakter machen. So, also da hätten wir genau Speed. Hey, musst du angreifen? Damit.
So, hier hätten wir, ich glaube, Amor. Hier müssten wir hier einen Punkt reinsetzen. Für hier, also für 5 und 5. Und hier haben wir hier, ah, da kommt das. Okay, was ist das gewesen? Wieder gehen, wenn Florence expires. Okay, Excellence ist also so ein Buff, der beim Heilen kommt, irgendwie so. Und wenn er aufhört zu wirken, tut er nochmals heilen, also nochmals das machen, die Heilung. Ist ziemlich, ja, gut. Also der Bild hat eben Titans Heft, dann hat er keine Lebensregeneration, aber das Heilen geht ja, das füllt ja das Leben auf. Deshalb verwende ich jetzt auch noch nicht Titans Health. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich heile zu wenig. Oder ich würde einfach low-life sein zwischendurch. Weil ich nicht heile. Also, das muss eigentlich das Spriggan machen. Und die Heiligen des Todes. So. Aber wieso sind Bosse in diesem Spiel eigentlich immer tödlich, wenn man irgendwas nicht ausweichen kann? Ich finde das eine Frechheit. Ich weiß nicht, was die Entwickler manchmal so denken. Jeder Spieler würde das ausweichen. Ich konnte ja nicht ausweichen. Es ging ja nicht. Es ging nicht. Ja, okay. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Jo, jetzt haben wir doch das Richtige nehmen können. Und jetzt machen wir natürlich noch die anderen. Laden, ein bisschen schneller laden. Hopp, Dankeschön. Jo, das macht ja ziemlich viel Spaß gerade. Aber das genau das Level ist ein bisschen nervig. Ja, ich erzähle es ein bisschen, es kommen einfach zu viele Gegner. Und man muss an verschiedenen Orten, also man sieht es ja auch rechts. Muss in verschiedenen Orten gehen. Ich gehe eigentlich immer im Uhrzeigersinn. Wenn man oben durchgeht, ja, das ist aber nicht gerade so spannend, weil man am Anfang wenig Gegner hat und später mehr. Ich habe lieber zuerst viel und dann später ist es ein bisschen leichter, wenn es danach ein bisschen auf den Zeiger geht, so viele Gegner zu töten. Ja. Ich habe es lieber so, dass es eben ein bisschen entspannter wird, die Mission. Das ist ja sowieso nicht so lange, also das ist nicht so das Problem. Ich bin nur ein bisschen genervt, dass ich die Mission schon so viel mal machen musste, weil ich irgendwas gefarmt habe beim Boss an Unique. Und ja. Ja, jetzt momentan ist einfach am nervigsten, dass ich halt diesen Gürtel nicht finde. Der droppt einfach nicht mehr. Das ist ja richtig viel Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Ja. Fast 40. Gesamt. So, ein neues Level. Und ja, jetzt habe ich ja dieses. Oh, der Charakter ist noch nie gestorben. Weg. Nur wegen Schulra. Die ist immer wieder in der Kritik. Die haben sie, glaube ich, noch nie genervt. Das so. Es kommt mir so vor, dass sie immer noch so schwer ist. Ja, es wird immer wieder geschrieben, oh, Schulra, oh, ich habe sie in T4 geschafft, oh, ich bin der Glücklichste und so im Forum. Ja. Ich kann schon verstehen, dass die Menschen ganz glücklich sind, wenn sie mal das schaffen. Aber die spielen auch 100 Mal mehr als ich. Ich kann mir halt einfach die Spiele von der Größe, die Hack and Slays, einfach nicht so erlauben, weil ich nicht so viel spielen kann. Also wenn ich spiele, dann entweder einfach nur das Farmen, dass ich einfach für die Videos brauche und dann die Videos. Und vielleicht mal Livestreams, aber auch nicht immer so lange. Ich habe einfach zu wenig Zeit für solche Spiele. Und ich habe jetzt auch bei Minecraft drei Projekte, weil eines ja der Server ist, das andere der neuesten Patch und eins ist noch das Modpack, das ich so gerne habe. Und ja, die tun sich so mega ergänzen. Aber das sind zwei Projekte nicht so oft. Also das Hauptprojekt ist ja der neue Patch 1.20.
Und dann habe ich natürlich mehr als genügend Zeit, noch Last Epoch aufzunehmen. Das ist ja eigentlich mein Hauptprojekt auf dem Kanal momentan. Auch auf alle Resistenzen, dann nehme ich die ein bisschen mit. Aber ich habe wahrscheinlich schon genügend, aber ich weiß leider nicht, wie stark die anderen sind und kann es deshalb einfach nicht sagen. Ich schaue es mir dann an und werf dann halt einfach die wieder weg, die schwächer sind. Aber ich weiß, ich habe 4% aller Resi. Aber nicht 5%, und deshalb ist jetzt auch mitgenommen. So, also jetzt sind wir fertig hier. Ah, nein, haben wir noch etwas? Hä, habe ich das nicht mitgenommen? Okay. Muss ich es noch mitnehmen? Aber jetzt zuerst mal noch ein bisschen Damage machen. Ich weiß nicht, was Julius für einen Schadensart hat, das Lina. Aber es ist wahrscheinlich überhöht. So, schaffen wir den Boss? Ja, der ist nicht so schwer. Ja, das Hauptproblem ist einfach, ich habe zu wenig Leben und zu wenig Resi. Also, nicht die ich jetzt detten könnte. Das ist, glaube ich, Elementar und Physical Resistance und ich brauche vor allem, ja, Weight Resistance und Gift Resistance, meine ich. Und Necrotic Resistance, die da. Er hat ein bisschen viel Leben, hä? Aber er ist ziemlich einfach. Er tut ja auch nicht irgendwie Bolter einsetzen, irgendwie. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Totems tun halt sehr gut tanken noch. Also ziemlich gut. Jetzt lässt er sich richtig Schaden ziehen. Er frisst sehr viel Schaden. Oh, den muss ich ausweichen. Die machen heftigen Schaden. Schön, dass du zu mir gekommen bist. So, jetzt nochmal Spriggen und dann nochmal Vollspam und wir haben ihn besiegt. Mit Rosen Ace of Formulus. Ist es das? Nein, das ist nicht. Ich weiß gar nicht. Nein, das ist nicht dieses. Ein anderes Unique Drop, der ein weniger oft. Und das ist das Unique Wand Sword. Maze, also machen wir Wand. Wir brauchen aber zwei Handstab. Gut, also hier ist vorbei. Und jetzt muss ich, glaube ich, links. Hä? Habe ich doch das falsche genommen? Lol. Okay, dann mache ich einfach das andere nochmals. Ja. Ending of the Storm. Ich wusste gar nicht, dass das. Also da habe ich am Anfang nicht geirrt und habe es dann falsch gemacht. Also wie machen wir jetzt das? Soll ich mal Corruption holen? Ja, ich werde ihn schon schaffen. Ja, es ist eben so kurz vor einem neuen Patch und ein Reset. Also ein bisschen stressig, das alles richtig zu legen. Aber jetzt weiß ich es ja wieder. Jetzt mache ich immer das Rechte zuerst, wenn ich das Linke nehmen muss. Also es ist vertauscht. Ah, wieso haben die das nicht einfach hingeschrieben, liebe Entwickler? Also der Drago, der ja so komplex denkt, ist ein bisschen dann überfordert beim umgetauscht Denken und so. Oh, wieso ist links höher als rechts? Keine Ahnung. Weil es einfach nur doof ist. Ich mag das nicht. Ich überfordere mich, indem ich einfach überfordernd denke. Also ich entscheide mich und entscheide mich noch um, weil ich eher denke, das andere ist es. Und dann kann ich wieder zurück und oh. Ja, das ist halt High Intelligenz. High Evolutioner. Ist irgendwie ein mega geiler Bösewicht gewesen in Guardians of the Galaxy. 3. Ja. Ich
fand den Film eigentlich ziemlich gut. Gestern habe ich John Wick geschaut. Und ja, es ist für mich schwer, einfach im Kino zu sein, aber irgendwie brauche ich einfach die Filme. Ich muss, wisst ihr, da auch ein bisschen mehr ausweichen durch meine Nervenkrankheit. Dass die Sinne ein bisschen verstärkt sind manchmal. Und das wirkt sich dann ja eben auf die Dinge aus, die nerven. Entweder sind sie schlapp, müde und dann spüre ich nicht so viel. Oder sie sind sehr verkrampft und stressen mich dann ein bisschen in den Muskeln. Und das ist zwar nicht so schlimm und das merkt man auch kaum andere. Das merke nur ich, aber ja, es gehört zur Top 5 schlimmsten Krankheiten, die ein Mensch haben kann. Und trotzdem ist sie überhaupt nicht erforscht oder so. So, jetzt habe ich aber genug lange. Ja, dann mache ich Schulera halt einfach mit dem Fortschweppen, Fortschgart. Und ja, der wird sicher sehr viel Damage machen und so. Ich muss aber zwei Unix haben. Sehr dringendst. Und das sind die Sun Forged. Das ist das Set mit der Sun Forged. Habe ich den gerade zur Hand? Genau hier. Diese Rüstung und den Helm dazu in diesem Set. Den Hammer brauche ich nicht, aber der wurde auch gebufft. Mal schauen, wie es funktioniert. Auf jeden Fall werde ich weniger Probleme haben als mit diesem Bild, wo ich relativ schnell gekillt werde, wenn ich angegriffen werde. Und auch mehr Schaden machen. Ja. Gut, dann werde ich das Video noch hochladen und freischalten in der Nacht. Und ja, ab dann gibt es die Parts und vielleicht auch Livestreams dazu am Abend dann. Jo, also dann, tschüss. Und ja, für die, die in der Nacht schauen, gute Nacht und für die anderen schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Hey, jo. Also genießt das Spiel auch ein bisschen oder kauft das Spiel auch. Ist ja nicht so teuer, glaube ich, 39 Euro momentan. Und also halber Preis von Diablo 4. Und genau, eben, es macht sehr viel Spaß. Auch wenn es manchmal ein bisschen schwer oder unfair sein kann. Aber gut, dann levelt ihr einfach mehr. Ja, bis dann. Tschüss.